Hallo und herzlich willkommen zum Selma-Mundstück-Test. Selma hat drei interessante Klarinetten-Mundstücke im Programm und in diesem Test geht es um das Selma-Focus. Mundstücke sind immer sehr individuell. Wir versuchen dennoch, die verschiedenen Mundstücke klanglich einzuordnen. Wir testen mit verschiedenen Klarinettenmodellen. Einmal mit dem deutschen Solistenmodell von Wurlitzer und auf der anderen Seite dem französischen System der Tosca von Buffet. Wir überprüfen den Klang, die Ansprache, die Flexibilität, die Intonation, die Spielbarkeit und die Kontrolle. Außerdem geben wir Empfehlungen für passende Blätter und dabei testen wir traditionelle Blätter als auch Kunststoffblätter. Im Hintergrund hörst du schon eine Aufnahme von Schuberts Hirt auf dem Felsen. Und damit bekommst du schon direkt einen ersten Klangeindruck. Ich spiele das Focus mit meiner Wurlitzer und nutze Vandorenblätter V12 der Stärke 3. Die Blätter passen sehr gut auf dieses Mundstück. Das Focus kommt mir entgegen. Innerhalb kurzer Zeit kann ich das Mundstück gut kontrollieren und der Klang ist rund und fokussiert. Viel besser als beim Brudermundstück, dem Konzept. Der Klang ist insgesamt sehr ausgeglichen und ich brauche keine übermäßige Kraft, um einen vollen Sound zu erzeugen. Auch die Intonation, selbst auf der deutschen Klarinette, ist gut und stabil. Das Mundstück spricht sehr gut an. Staccato ist kein Problem. Die gesamte Spielbarkeit ist wirklich angenehm. Das Mundstück lässt ein leises Pianissimo zu, aber ich kann auch richtig Gas geben. Im Fortissimo neigt es dann aber zum Schreien. In kleinen Räumen kann das durchaus unangenehm werden. Auch andere Spielweisen wie Jazz oder Klezmer macht dieses Mundstück mit. Es ist wirklich flexibel. Ich würde sagen, es ist ein echter Allrounder. Thank you.
testen wir es nun auf der Böhmklarinette. Jetzt hörst du wieder den Hirt auf dem Felsen. Diesmal spielt Saho auf ihrer Buffet. Du hast gerade ein paar Takte vom Hirt auf dem Felsen von Schubert gespielt, und zwar mit dem Selma Focus Mundstück. Ja. Wie war dein Eindruck? Wie hast du dich gefühlt? Wie war der Klang? Mein Eindruck war einfach zu kontrollieren und bessere Intonation und Einsatz auch einfacher. Das heißt so, die Kontrollfähigkeit, der Ansatzpunkt ist sehr viel leichter als bei dem Brudermundstück, dem Selma-Konzept. Ja, genau. Das war deutlich. Das war deutlich, war auch mein Eindruck. Auch die Intonation insgesamt ausgeglichener. Luftführung, Kraftaufwand, Blaswiderstand. Was war das für ein Gefühl? Ah, ich brauche nicht so viele Kraft und Atmen. Einfach, das ist alles leicht. Sehr schön. Und trotzdem wirst du belohnt mit einem schönen, ausgeglichenen Klang. Mhm. Spiel doch mal eine chromatische Tonleiter, damit wir mal ein Gefühl für die Ausgeglichenheit bekommen. Ja. Sehr schön, ich kriege ein schönes, warmes, volles Gefühl. Sehr gut, ich bin ganz begeistert von dem Mundstück. Wie ist das mit der Ansprache? Vielleicht spielst du mal irgendwie etwas mit Staccato. Jetzt, wie ist das mit Doppelzunge? Wow, das klingt für mich sehr leicht, mühelos und ausgeglichen. Ich empfehle dieses Mundstück Anfänger bis Professionelle. Sehr schön. Vielen Dank, Saho. Dankeschön. Abschließend kann ich sagen, das Focus von Selma ist ein gutes Mundstück, ein echter Allrounder. Geeignet für Anfänger, da es Fehler verzeiht und man sehr schnell zu guten klanglichen Ergebnissen kommt. Aber auch für Profis ist es interessant, da man ein sehr ausgeglichenes Klangergebnis bekommt. Und das vom tiefen E bis in die höchsten Höhen. Und noch ein Tipp. Auf dieses Mundstück passen Kunststoffblätter der Stärke 3 oder 3,25 der Marke Légère European Cut perfekt. Anfängern empfehle ich eher die Stärke 3, aber Fortgeschrittene sollten sich die Stärke 3,25 zulegen. Das ist etwas runder im Klang und damit lässt sich auch das hohe Register mühelos spielen. Mundstück und die Légère-Blätter habe ich unten in der Beschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.